Ja, was habe ich hier? Ganz schönes Paket habe ich hier. Bin voll gespannt. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder auf meinem Kanal seid. Was ist wohl hier drin? Ich habe mir was überlegt. Ein Päckchen kann ich euch jetzt auch nicht überreichen. Ja, den Knoten kriege ich hier nicht auf. Das ist auch nicht wichtig, denn ich will eine Alternative zu diesem Werkzeug heute haben. Ich will euch eine einfache Technik zeigen und dazu brauchen wir eben so einen Karton. Hast du jetzt gerade einen Karton? Ist der schwer. Nein, Spaß. Wir brauchen nur den Karton. Ich habe hier also den Karton geschnitten und nehme jetzt einfach mal eine Leinwand. Wir haben Weihnachten. Du hast vielleicht noch ein paar Kartons da und ja, die brauchen wir. Wenn möglich, ein bisschen stabiler. Und ja, ich möchte euch eine Alternative eben zu dieser Kelle oder zu einem Rakel zeigen. Das soll ganz einfach sein. Und wir starten hier mit so einem Kupferfarbton. Also Kupfer oder Gold, irgendeinen schönen Metallic-Farbton. Kannst natürlich auch wieder nehmen, wie du magst. Ich dachte nur zu Weihnachten, passt ganz gut. Kupfer. Und ja, mit denen hatte ich gerührt. Da ist immer noch viel Farbe drin. Mit einem breiten Pinsel verstreichen die Farbe oder in der Rolle, was du gerade da hast. Und ja, dabei kannst du schon wieder abtauchen und die Ruhe genießen. Weihnachten ist, finde ich, immer ganz schön stressig. Und deswegen genieße ich da immer auch nochmal die Malerei. Die Fläche ist hier trocken und Metallic hat ja immer was, finde ich. Also ja, du musst auch gar nicht so sauber arbeiten. Das ist völlig egal, da kommt jetzt überall Farbe rauf. Wir starten mit dem ersten Rot. Normalerweise verwenden wir ja so eine Kelle oder eine Rake oder mit einem Spachtel passiert immer genau das Gleiche. Und heute aber will ich eine Alternative dazu verwenden, weil wir das jetzt vielleicht auch gerade im Haus haben. Hier ist also, wir brauchen diese Kante oder auch die Fläche. Die ist jetzt hier ein bisschen geriffelt, deshalb schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Also einfach Farbe auftragen. Der erste Test. Test. Machen wir jetzt. Also einfach umdrehen und gucken mal, ob es funktioniert. Einfach jetzt ziehen. Und ja, genau, das ist dieser Effekt, vor allem diese kleinen Pünktchen, da finde ich immer ganz toll. Farbe auf der Pappe, deswegen drücke ich das jetzt einfach mal ran und ziehe das da mal ein bisschen doller runter, weil das sind auch immer tolle Effekte, wenn man da einfach ein bisschen auch die Farbe randrückt. Ja, die Pappe hat hier so eine Folie. Ehrlich gesagt ist eine Folie sicherlich besser. Ich hatte erst überlegt, ob ich das zuklebe. Denn die saugt nicht, die Folie. Und die Pappe saugt ja schon immer noch ein bisschen Farbe auf. Wir probieren jetzt aber nochmal genau andersherum, eben auf die Fläche die Farbe zu geben. Und dann mit dem Rakel oder mit der Pappe die Farbe zu ziehen. Drehe immer wieder die Leinwand. So rot finde ich total schön, aber benutze ich sehr, sehr selten. Und jetzt habe ich hier nochmal so ein kräftigeres Rot, ein bisschen pinkiger. Glaube ich nicht so gut. Jetzt nehme ich nochmal einen helleren Farbton von Rot. Ich hoffe, das erkennt man dann richtig gut. Und gebe das mal über die ganze Pappe. Aber werde erstmal nur eine Hälfte von der Pappe benutzen. Und jetzt fangen wir nämlich schon an, so etwas zu rakeln und die nasse Farbe in die nasse zu ziehen. Was ich total gut finde ist, jetzt kommen ja nochmal so Streifen von der Pappe mit dazu. Jetzt sieht man schon mehr, was passiert, finde ich. Und ja, das finde ich ganz gut. Ganz besonders hier die Streifen jetzt, finde ich gut. Teil bei der Pappe ist, ich kann die so rechts oder links drücken mehr. Jetzt drücke ich ein bisschen da und ein bisschen da und schon habe ich das etwas gezielter tatsächlich.
Also das ist bei so einem starren Rakel gar nicht möglich, aber hier bei der Pappe funktioniert das ganz gut. Ich kann das richtig hochhalten, die eine Seite, und dann da mitarbeiten. Also du siehst, hier ist sie auch leicht gebogen und da ist sie jetzt ganz gerade. Und je nachdem trage ich die Farbe auf oder ich trage sie nicht auf. Also hier ist es so gebogen, dass die Farbe gar nicht auf die Fläche kommt. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Und du siehst jetzt hier diese schönen Effekte. Also darum geht es in dieser Arbeit. Ja, nehmen wir den Rotton nochmal und setzen dann nochmal ein bisschen was dazu. Und so kannst du eben durchgehend damit arbeiten. Auch ruhig mittendrin anfangen. Und wenn du erstmal überall auch Farbe drauf hast, musst du auch nicht immer wieder neue Farbe benutzen, sondern kannst auch die Farbe, die da ist, einfach wieder verziehen. Also du musst jetzt nicht jedes Mal wieder neu die Farbe drauf geben. Weiß dazu. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Kaugummi-Rot mit dem Weiß. Ja, Problem ist auch, ich ziehe von links nach rechts und nicht wie vorhin, von oben nach unten. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich wirklich hier so gerade rüber ziehe. Und da knicke ich meistens nach unten ab, aber es funktioniert ja. Das Rosa passt, also auch wenn sich das hier so ein bisschen vermischt, finde ich es ganz schön. Jetzt gebe ich noch mal die unterste Farbe, also das Kupfer, was da so schön durchschimmert, wenn das Licht darauf scheint, besonders. Den Farbton gebe ich jetzt noch mal oben drauf. Richtiges Weihnachtsbild. Also viele verschiedene Rottöne sind da jetzt drin. Es gefällt mir ganz gut. Es funktioniert gut. Also auch mit der Pappe funktioniert das gut. Du kannst natürlich auch einfach Kuchenheber nehmen. Das weißt du ja. Das kennst du. Ah, hier ist jetzt noch so ein Krümel. Ja, Krümel. Das geht natürlich auch. Ich gehe damit hier noch mal so ein bisschen nach, so ein paar Stellen. Stört mich gerade was, aber ja, ich denke, dann war es das auch. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass wir hier das ganze Jahr schon zusammen malen und immer wieder neue Werkzeuge entdecken, neue Farben entdecken. Wow, das ist so schön jetzt. Gerade mal ein bisschen heller geworden. Anders zu malen mit Rot finde ich tatsächlich auch schwierig. Deshalb habe ich jetzt Rot genommen und es passt eben auch gut zu dieser, ja, zu der Zeit. Also lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir goldige Weihnachten und schön, dass du hier bist. Die
Technik ist jetzt etwas für Anfänger und macht total viel Spaß. Also probier das ruhig aus. Es geht noch einfacher, wenn du ganz viel Farbe verwendest. Also mit viel Farbe läuft die Farbe natürlich noch viel mehr ineinander. Ich bin ja immer so ein Freund von nicht so vielen Materialien und da musst du einfach für dich selber sehen, was für dich selber passt. Heute ist der vorletzte Sonntag in diesem Jahr und wir haben so viele Sonntage miteinander verbracht. Ich freue mich total, dass du immer hier bist und auch im Chat dich mitteilst oder auch in den Kommentaren. Darüber weiß ich eben auch, hallo, da ist jemand, wir sprechen eine Sprache und ja, wir teilen hier eine Leidenschaft und darüber freue ich mich total und ich bin so dankbar und ja, vielen Dank, dass du das Ganze mit deinem Like, mit deinem Kommentar, mit deinem Abo unterstützt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abschluss in diesem Jahr. Genieße deine Zeit und vielleicht findest du auch Ruhe und Inspiration, um auch deine Projekte umzusetzen. Also Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.